Sonntagmittag im Stadion Platz 11. U19 Junioren Bundesliga-Zeit. Knapp 200 Zuschauer erlebten das Nachwuchs-Nordderby Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein. Gleich zu Anfang eine Torchance für die Gastgeber am 16-Meter-Raum. Malte Beermann legt hoch vor auf Niklas Füllkrug über die Querlatte hinweg. Daraufhin bestimmen die Hamburger weitestgehend das Spielgeschehen. Die Blauen erarbeiten sich durch das forschere Auftreten mehrere Torchancen in Folge. Viel Arbeit für Werders Schlussmann Bernd Düker. Wieder der HSV mit Fabian Graudenz. Hacken-Doppelpass mit Bahn. Bernd Düker verkürzt den Winkel richtig und pariert. Dann spekuliert die Bremer Abwehr auf Abseits, doch der Schiedsrichter spielt nicht mit. Bernd Düker ist einen Schritt schneller vor dem Hamburger Georg Kelbel am Ball. Dann die Werderaner, Eckstoß Orhan Yildirim. Gentian Durak rettet knapp vor Alexander Hahn. Werder-Trainer Mirko Votava ahnt mit seinen Erfahrungen aus 546 Bundesligaspielen, was nun kommen könnte. 19. Minute, Kevin Ingreso legt mit Hacke vor. Evans Noako verwandelt zum 0:1. Jetzt drücken die Grün-Weißen stärker auf das Gaspedal. Niklas Füllkrug setzt sich hier geschickt gegen drei Hamburger durch. Der Torerfolg bleibt ihm allerdings verwehrt. Nun versucht es Özkan Yildirim auf links. Sieht den freistehenden Malte Beermann. Der Schuss geht knapp neben das Tor. Werders Youngster blühen nun auf. 36. Minute, genaues Zuspiel auf den freistehenden Orhan Yildirim. Doppelpass mit Niklas Füllkrug. Orhan Yildirim schießt platziert in das linke Toreck. 1:1, der Ausgleich. Weil es so schön war, die Zeitlupe. Die Reaktionen auf Bremer und Hamburger Seite unterschiedlich. 5 Minuten später folgende Szene. Über rechts Offensivwelle der Grün-Weißen. Das Hamburger Foul wertet der Schiedsrichter Brüggemann zurecht als Vorteil. Füllkrug auf Beermann, der steckt durch auf Özkan Yildirim. 2:1 nach diesem technisch schönen Angriffslauf. 2:1, so dann auch der Halbzeitstand. In den zweiten Durchgang gehen die Werderaner mit einer geänderten taktischen Vorgabe des Trainers. Wir haben vom System ein bisschen was geändert. Soll nicht viel heißen im Endeffekt, aber wir haben schon ein bisschen kompakter in der Mitte gestanden und haben auch ein bisschen besser umgeschaltet. Der ehemalige Bundesliga-Profi und HSV-Coach Otto Addo setzte natürlich auf den Ausgleich seiner Jungs. Die HSVler wieder über links. Lasse Schlüter schickt den Torschützen zum 1:0 Fabian Graudenz. Der setzt sich bis zur Torauslinie durch. Doch Torhüter Bernd Düker klärt. Nun eine große Torchance für den HSV. Missglückte Kopfballabwehr. Ivans Noako schießt ganz knapp über das Tor. Werder versucht es nur mit langen Pässen. Der eingewechselte Lukas Reinke verpasst hier noch knapp mit dem Kopf. Bei der folgenden Szene geht es anders aus. Niklas Füllkrug spielt Reinke hoch an. Er stoppt mit der Brust und schießt stramm aus 14 Metern unhaltbar in den HSV-Kasten. 3:1 in der 89. Minute. So lautet dann auch das Endergebnis. Wir hören die Meinung der Spieler und des Trainers. Ja, zunächst die ersten 20 Minuten war etwas holprig für uns. Wir sind nicht richtig ins Spiel gekommen, haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Aber nach dem 1:0 haben wir uns gefangen und dann haben wir auch die 2 Tore gemacht. Was hat man denn anders gemacht nach dem 0:1? Ja, wir haben uns die Zweikämpfe haben wir halt gewonnen, die wir davor halt gar nicht angenommen haben. Wir haben einfach die Hamburger spielen lassen und dann sind wir in die Zweikämpfe gegangen. Jeder hat für jeden gekämpft. Also am Anfang war das Spiel sehr schwer für uns. Wir sind nicht gut reingekommen, aber halt nach den 20 Minuten, als wir das Gegentor noch bekommen haben, sind wir aufgewacht
und denke ich mal, das Spiel gut gedreht mit einem 2-1 vor der Halbzeit. Und jetzt in der zweiten Halbzeit war es nochmal schwer halt. Wir hatten in der Woche hart trainiert, schwere Beine gehabt. Aber ich denke, durch die Mannschaftsleistung gut hinbekommen, dass wir das Spiel noch gewinnen. Ich denke, es war am Anfang sehr zerfahren. Wir waren noch nicht geordnet. Hamburg hat uns, muss man sagen, ausgespielt am Anfang. Aber dann, ich denke mal, in den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit haben wir auch die beiden Tore gemacht. Dann sind wir wieder reingekommen. In der zweiten Halbzeit standen wir kompakt, haben nicht mehr viel zugelassen. Davor noch Druck ausgeübt, hätten noch, ich denke mal, 2-3 Tore mehr machen können durch die Konter. Aber es ist schon gut, so wie es ist. Ja, wir haben ein gutes Spiel gehabt mit einem sehr guten Gegner, muss ich sagen. Also die haben schon in der Halbzeit Übergewicht gehabt, haben auch ganz gute Chancen herausgespielt. Und wir haben uns ein bisschen schwer getan, da an die Leute ranzugehen, ein bisschen zu stören und haben zu viel zugelassen. Und war zwangsläufig viel auch das Tor, das zum 1-0. In den ersten Minuten nach dem 0-1 zum 0-1 sah es erstmal gar nicht so richtig toll aus. Was hat Ihre Mannschaft dann anders gemacht? Ja gut, da war eine gewisse Müdigkeit vorhanden, aufgrund der vielleicht viele Trainingseinheiten, wie auch immer. Aber wir haben da so ein bisschen in der Halbzeit umgestellt. Wir haben eine Auswechslung vorgenommen und nachher klappt das ein bisschen besser, weil ich gesehen habe, dass die Hamburger viel durch die Mitte gespielt haben und da immer Überzahl geschafft haben. Haben wir so ein bisschen umgestellt und haben ein bisschen da dann die Bälle früher erobert und dann hat es auch ein bisschen besser geklappt, zweite Halbzeit. Werder Bremen 3, Hamburger SV 1. Damit sind die Bremer Tabellenführer in der U19 Junioren-Bundesliga. Der HSV belegt den 10. Platz. Bis demnächst!